Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenhoroskop von 10. September bis 16. September 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen und ich auch, wir berechnen die Horoskopen anderes. Also nicht wundern, dass es anderes ist als im westlichen Astrologie. Die indischen Astrologie berücksichtigt nämlich, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, diese Bewegung, aber hunderte und tausenden Jahren macht es auch etwas aus. Also diese Berechnung nach indischen Astrologie ist präziser und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Es ist andere Berechnung, andere Ergebnis. Wichtig ist, dass Sie wissen, in welchen Tierkreiszeichen sind Sie überhaupt geboren. Sie meinen, vielleicht sind Sie in die Tierkreiszeichen Schütze geboren und das stimmt gar nicht, weil Sie sind eventuell in Tierkreiszeichen Skorpion geboren. Also wichtig ist auch umrechnen, die Geburtshoroskop umrechnen, damit diese Information auch präzis ist. Ich biete das auch an als Blitzberatung. Sie können jederzeit ein E-Mail schreiben und nachfragen nach diesem indischen Berechnung, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten, und ich rechne das um und dann haben Sie diese indische Berechnung. Mein Honorar beträgt, so wie bei Blitzberatungen, diese Fragestellungen, 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Also ich kann das nur anbieten, dann übereinstimmt zu diesem Wochenhoroskopen. Also die Zeit von 10. bis 16. September, was passiert Wichtiges? Am 16. September befindet sich Mars in Sonnennähe. Das bedeutet, in unserem Sonnensystem befindet sich Sonne in die Mitte, also nicht ganz genau in die Mitte, aber stellen wir das so vor, die Sonne ist im Mittelpunkt unserem Sonnensystem. Und die Planeten kreisen um die Sonne in ihren elliptischen Bahnen. Und es gibt zwei wichtige Punkte in diesem Umlaufbahn. Einmal die sonnennäherste Punkt und einmal die weiteste Punkt aus die Sonne aus gesehen. Die Geschwindigkeit ist anderes. Und das ist eine von den keplerischen Gesetzen. Wenn ein Planet in die Nähe von Sonne befindet, dann bewegt sich schneller. Wenn ein Planet weiter weg von der Sonne befindet, bewegt sich langsamer. Und diesem 16. September befindet sich Mars in diesem Punkt, wo am nähersten ist zu der Sonne. Und das wirkt natürlich auf unserem Leben. Mars ist die Energie, was alles in Bewegung setzt. Das heißt, in diesem 16. September geht alles schneller voran. Die Sonne hat auch einen Einfluss, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Wir wissen, in welche Richtung sollen wir uns bewegen. Mars ist männliche Energie, also kann auch eine männliche Person sein, wo in Bewegung kommt und klärt sich etwas auf in diesem 16. September. Weil hier um Bewegung geht, wir können das auch verbinden mit Sport oder Autos. Alles, was sich bewegt, das alles wird beschleunigt, wird schneller sein. Und bei Themen, was Sport, Autos betrifft, kommt auch mehr Klarheit. Also sind verschiedene Themen, was das auslösen kann. Uranus, nach diesem indischen Berechnung bewegt sich rückläufig in Tierkreiszeichen wieder, beschleunigt diese rückläufige Bewegung.
Uranus bringt Veränderungen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Lebensumstände. Bei dieser Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass es etwas gebremst ist, obwohl die Geschwindigkeit wird schneller, das beschleunigt alles. Das ist weniger der Fall, sondern Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Entweder karmischen Themen oder Themen von Vergangenheit, von Kindheit oder was wir erlebt haben in Vergangenheit. Wie zum Beispiel kehrt jemand zurück von Vergangenheit und das kommt überraschende Art und Weise und das beschleunigt etwas. Wieder symbolisiert Neuanfang, das kann auch eine Versöhnung sein oder ein Neuanfang. Juno ist der römische Name von Hera. Hera ist griechisch und Hera ist die Ehefrau von Zeus und die Göttin von Geburt, die Göttin von Fürsorglichkeit und die Göttin für die Ehe. Bei Römer wurde als Juno verehrt und daher kommt auch der Name Juni im Kalender und bei Griechen Hera als Ehefrau von Zeus. Juno bewegt sich ziemlich rasch voran in Tierkreiszeichen Stier. Also für die Stiergeborenen bedeutet im Ehe oder ein Geburt eines Kindes oder Familie oder diese Fürsorglichkeit. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tage an. Montag, am 10. September 2018. Montag ist ein Mondtag. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, auf unsere Träume, auf unsere Visionen, unsere Fantasie auch. Mond löst auch Veränderungen, kleinere Veränderungen, manchmal eine gewisse innere Unruhe in uns. Also hat das mit unserem Gefühlszustand was zu tun, Montag verspüren wir das intensiver, deutlicher. Die Tithis gehören zum indischen Astrologie. Die rechnen immer die Tage nach Neumond und nach Vollmond. Und das ist immer die Entfernung zwischen Sonne und Mond. Und Montag befinden wir uns nach diesem Neumond. Das war jetzt Sonntag. Also Montag befinden wir uns in erste Tithi. Das bedeutet die erste Tag nach Neumond. Und beginnt die zunehmende Mondphase. Diese zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas beginnen, starten, was zunehmen soll. Trotzdem sollen wir auf den einzelnen Tagen auch achten, weil manchmal gibt es Spannung, wie Halbmond ist immer eine Spannung, was nicht unbedingt günstig ist, etwas Neues zum Starten. Aber jetzt zu diesem Montag am 10. September in diesem ersten Tithi. Die erste Hälfte, der Tag, ist noch eine gewisse Unruhe. Aber bis Nachmittag beruhigt sich das alles und wir befinden wir uns in einer neuen Paksha, eine neue Periode und beginnt etwas Neues. Was wir Montag, aber erst Nachmittag planen, das ist mal eine neue Neuorientierung, eine neue Richtung und wir können Montag planen, was wir in die kommenden 14 Tagen vorhaben. Und dazu eignet sich dieser Tag. Mond befindet sich Montag nach diesem indischen Berechnung in Berechnung im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Und dieses Mondhaus, wo Mond befindet, bedeutet die schöpferische Kraft der Löwe und die kluge Entscheidungen, dieses Wissen der Jungfrau und diese Ordnung der Jungfrau vereinen und da kluge Entscheidungen treffen oder etwas Neues planen. Was sind diese Mondhäuser?
Dazu gibt eine schöne indische mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich eine hübsche junge Dame und er möchte heiraten, macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch seine Schwester alle ihre Schwester auch heiraten. Und so heiratete der Mond 27 Frauen, 27 Geschwister. Und jeden Tag besucht eine von seinen Ehefrauen. Und jede Ehefrau verkörpert anderen Eigenschaften. Und das ist die Tagesbewegung des Mondes und diese Eigenschaften, wie das beschrieben ist in dieser Geschichte, die einzelnen Frauen, natürlich die Einflüsse von Sternen. Jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Löwe geht in Osthorizont auf bei Sonnenaufgang. Nach diesem indischen Berechnung befindet sich die Sonne immer noch in Tierkreiszeichen Löwe. Das heißt, jemand, wenn heute Geburtstag hat, nach indischen Astrologie ist gar nicht Jungfrau, sondern ist geboren in Tierkreiszeichen Löwe. Und das bedeutet für die Löwengeborenen, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, wahrgenommen werden, dieser Bedürfnis wahrgenommen werden, aber die Richtung wird in die nächste Zeit doch ein gewisser Rückzug. Also momentan dieses Bedürfnis nach wahrgenommen werden, kann auch bedeuten, dass das alles zu viel wird und dann kommt langsam die Bedürfnis, ein gewisser Rückzug oder beides. In manchen Tagen oder manchen Situationen möchten sie die Löwengeborenen sich zeigen, in den Mittelpunkt stellen, aktiv zu sein und dann kommen Tage dieser Rückzug. Das ist der Rhythmus wie Einatmen und Ausatmen. Und die Bedürfnis nach Wahrheit, nach Klarheit ist aber ganz stark ausgeprägt. Die Löwengeborenen haben ganze Wochen lang einen sehr schönen Einfluss von Pluto und einen sehr schönen Einfluss von Jupiter. Und dieser Einfluss bleibt ganze Wochen. Und dieser Pluto-Einfluss, eine Verbindung zwischen Sonne und Pluto, Sonne in Tierkreiszeichen Löwe und Pluto in Tierkreiszeichen Schütze, nach in diesem indischen Berechnung, bedeutet etwas loslassen. Pluto zeigt uns die inneren Kraft, konzentriert in diesem inneren Kraft zu bleiben. Das ist die Regeneration, was Pluto uns vermittelt, das Leben erhalten bleiben. In unserem Leben bedeutet das, wenn wir im inneren Kraft bleiben möchten und diese schöpferische Kraft möchten wir verspüren und da kommt Sonne und Pluto in Verbindung, dann müssen wir überlegen, was steht im Weg. Von was sollen wir trennen? Es kann auch Eigenschaften sein, eine falsche Gewohnheit von uns, was uns schon längere Zeit stört, aber wir haben noch keine Kraft gehabt, das aufzugeben. Oder kann ein Gegenstand sein, wo wir schon längst verabschieden wollten, steht immer im Weg im Haus, aber irgendwie hängen wir daran, weil das eine Erinnerung ist. Also solche Gegenstände vielleicht mal aus dem Weg räumen. Oder bedeutet auch Kontakte, zwischenmenschlichen Kontakte, wo wir das Gefühl haben, das kostet Kraft, das raubt Zeit und Energie und dann trauen wir nicht, Nein zu sagen und geben wir immer wieder nach. Natürlich, das kostet auch Kraft und Energie und oft auch Zeit. Also solche belastenden Kontakte auch verabschieden.
oder verabschieden von Gefühlen wie Angst und Zweifel und Schuldgefühl. Das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Diese Aufräumen und auch da Klarheit zu bekommen darüber und in inneren Kraft, in dieser schöpferischen Kraft und dieser plutonischen Kraft zu bleiben, das ist eine sehr schöne harmonische Energie zwischen Löwe und Schütze. Also das sind jetzt die Möglichkeiten für beiden Tierkreiszeichen, das in Ordnung zu bringen. Die Löwengeborenen haben auch einen guten Einfluss von Jupiter. Und Jupiter vermehrt etwas, gerade bei dieser zunehmenden Mondphase, eignet sich dafür, Gewinn zu machen, vergrößern ein Projekt. Jupiter bedeutet auch Glück und dieses Glück haben die Waagegeborenen und dieses Glück haben die Löwegeborenen. Also die Löwengeborenen haben ganze Wochen lang einen guten Einfluss von Jupiter. Und Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit. Und Jupiter steht in einer schönen Verbindung zum Sonne. Das heißt, die Gerechtigkeit oder die Wahrheit kommt ins Licht. Und diese Recht bekommen die Waagegeborenen und diese Recht bekommen auch die Löwengeborenen. Was die Kraft betrifft, dann wissen Sie, die Löwegeborenen, nicht welche Richtung sollen sie ihre Kraft einsetzen. Und da ist wichtig, überlegen, welche Richtung sollen sie aktiv sein, weil das, wenn das zu viel ist und führt zum Stress, dann fühlen sich die Löwengeborenen kraftlos. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen. Hier nähert sich jetzt die Mondbewegung, weil Mond befindet sich in diesem Montag im Grenzbereich, also dann übergeht heute schon in Tierkreiszeichen Jungfrau und auch noch in die morgen auch bewegt sich Mond im Jungfrau und das bedeutet, etwas kommt in Bewegung oder die Gefühle werden intensiver wahrgenommen oder kommen kleinere Veränderungen und das, was wahrgenommen wird heute und morgen bei den Jungfraugeborenen. Wichtige Themen sind zurzeit, auch ganze Woche ist es so, das sind die Werte, die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl und die Finanzen in Ordnung zu bringen. Die Waagegeborenen. Die Waagegeborenen können mit kleinen Veränderungen rechnen. Eine kleine Reise ist möglich. Oder ein Besuch von jemand. Oder ein Fest. Oder eine Einladung. Die Waagegeborenen haben jetzt Glück, etwas zu vergrößern, vermehren, Gewinn zu machen. Und die Waagegeborenen haben jetzt gute Chancen, ihren Rechte zu bekommen. Das ist die Verbindung zwischen Sonne und Jupiter. Und bei Waagegeborenen spielt die Liebe auch eine große Rolle, weil Venus, die Liebesplanet, nach diesem indischen Berechnung, befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, aber steht in Spannung zum Mars. Ganzen Wochen lang ist eine Mars- und Venus-Verbindung, was eine Spannung ist und das Erleben die Waagegeborenen und die Steinbockgeborenen. Und bei Mars und Venus handelt es sich um Liebepartnerschaft. Venus ist die weibliche Liebesplanet, Mars ist die männliche Liebesplanet. Und hier haben wir eine Lösung. Und die Lösung befindet sich im goldenen Mitte, in diesem goldenen Schnittpunkt. Und das befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Die Skorpion natürlich sehr emotional und gefühlsvoll. Skorpion auch ein bisschen mystisch, diese magische Anziehungskraft und auch die Erotik spielt natürlich auch eine Rolle in die Beziehung als Ausgleich, als eine Verbesserung in die Liebe, Partnerschaft. Und bei Schütze-Energie geht es um eine Reise, Sport, Bewegung.
Das würde die Gleichgewicht bringen in die Liebe, Partnerschaft, besonders bei Waagegeborenen und bei Steinbockgeborenen. Und diese Energie ist ganzen Wochen spürbar. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen, haben Vormittag noch eine gewisse Unruhe oder Unsicherheit, aber bis Abend beruhigt sich die Lage. Die Skorpiongeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, Ordnung, auch ein gewisser Rückzug. Sie brauchen Ruhe, weil in Ruhe liegt die Kraft. Und die Kraft, das spüren auch die Skorpiongeborenen. Und mit dieser Kraft können sie sich durchsetzen, etwas in Bewegung setzen. Aber sie brauchen dazu die Ruhe. Die Wohnsituation spielt eine große Rolle bei den Skorpiongeborenen. Entweder die Rückzug oder etwas verändern, verschönern zu Hause. Bei einigen Skorpiongeborenen kann auch ein Umzug bedeuten, was die Gespräche betrifft. Verträge unterschreiben, Gespräche führen, klärenden Gesprächen oder einen Termin ausmachen. Das ist ein Nachteil, gerade bei den Skorpiongeborenen und nicht nur heute, sondern ganzen Woche. Also die klärenden Gespräche meiden, kein Vertrag unterschreiben. Und bei Terminen kann auch eine Absage sein. Kann auch bedeuten, dass die Skorpiongeborenen warten auf einen Termin, warten auf eine Nachricht und das kommt nicht und daran liegt vielleicht diese Spannung. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen, können zurzeit vieles loslassen. Die fühlen sich auch befreit. Das ist die Verbindung zwischen Pluto und Sonne. Und das ist eine sehr schöne Verbindung. Und das bleibt erhalten ganzen Wochen. Also sie können die ganze Woche dafür nützen, von etwas loslassen, bereinigen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, nicht nur heute. Damit können die Schützengeborenen ganze Woche rechnen. Die Schützengeborenen haben Vorteile mit Terminen oder Verträgen. Heute ist eine gewisse innere Unsicherheit spürbar und die Schützengeborenen sollen diese innere Unsicherheit überwinden, dass sie die innere Ruhe verspüren. Kinder spielen immer noch eine Rolle bei den Schützengeborenen, entweder die eigenen Kinder oder Erinnerungen an eigene Kindheit oder das innere Kind zu spüren oder bedeutet auch, etwas spielerisch betrachten, befreien von etwas mit Leichtigkeit. Also das sind die Themen gerade. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen ist wichtiges Thema zurzeit. Die Arbeit, die berufliche Situation, den Alltag zu bewältigen, die Pflichten nachzugehen und den Gesundheitszustand. Es ist auch eine gute Zeit momentan für die Steinbockgeborenen für eine Heilung. Das ist eine Heilenergie. Wo die Steinbockgeborenen eine Spannung verspüren und das ganze Wochen, das ist die liebe Partnerschaft. Das ist die Spannung zwischen Venus und Mars. Aber hier gibt es auch eine Lösung, wie ich schon erwähnt habe, die goldenen Schnittpunkt. Die Energie von Schütze und die Energie von Skorpion. Ein bisschen diese magische Anziehungskraft achten, bisschen undurchschaubar, reizend gestalten und natürlich die Intimität spielt auch eine Rolle. Das wäre auch eine Verbesserung in die Partnerschaft oder eine kleine Reise oder Sportbewegung. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, stehen in einer Veränderung. Die ämtlichen Themen, die Termine im Amt wie Finanzamt, Bank, Versicherungen, eventuell Schulungen, diese Termine sind langsam vorbei und da bekommen die Fischengeborenen wieder Klarheit und bringen sie das in Ordnung.
aber die Fischengeborenen verspüren momentan eine gewisse Unsicherheit, besonders was die Liebe betrifft, und das wird in die nächste Zeit ein sehr wichtiges Thema sein bei den Fischengeborenen. Wichtig ist das Wahrnehmen, dass das wichtige Thema zurzeit die Liebe, Partnerschaft, und dass sie die inneren Unsicherheit überwinden. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen. Hier bewegt sich Uranus rückläufig, ziemlich rasch voran, nicht voran, sondern rückläufig. Und das sind Themen von Vergangenheit. Und es kommt plötzlich unerwartet, vielleicht nochmal Kontakte oder eine Chance, versöhnen mit jemand. Venus ist die Liebesplanet und das spiegelt etwas für die Wiedergeborenen. Und die Wiedergeborenen sollen in diesem Spiegel schauen, weil es zeigt etwas. Und nicht nur warten und warten, bis der andere Gefühle oder Interesse zeigt, sondern es wäre wichtig, eine Brücke bauen und auf anderen zugehen oder Verständnis zeigen oder Gefühle zeigen. Und so kommt das im Gleichgewicht, so kommt das in Harmonie. Und diese Venus-Energie, dieser Spiegel gilt nicht nur heute, sondern auch ganze Wochen. Die Stiergeborenen. Die Stiergeborenen sollen die klärenden Gespräche meiden, auch keinen Vertrag unterschreiben. Und die Termine sind auch sehr schwierig. Kann auch bedeuten, dass die Stiergeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Und so ähnlich wie bei Skorpiongeborenen. Das heißt, ganze Wochen lang ist diese Spannung da und das sollen die Stiergeborenen drauf achten. Es ist schwierig, jemanden überzeugen von ihrer Meinung. Es ist schwierig, ein harmonisches Gespräch zu führen oder etwas klären. Bei den Stiergeborenen, was sehr gut ist, die Kraft. Die Kraft, sich zu behaupten, die Kraft, sich zum Durchsetzen und etwas Neues starten. Und das ist ein Aufstieg, ein beruflicher Aufstieg und die Stiergeborenen bekommen Anerkennung. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, ist auch ein beruflicher Aufstieg und das mit Leichtigkeit. Sie sind etwas unsicher, aber die Zwillingsgeborenen haben sehr viel Glück zurzeit, Glück in die Liebe und sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen oder mit schönen Gesprächen oder einem wichtigen Vertrag. Nicht nur heute, sondern ganzen Wochen lang. Die Krebsgeborenen kommt mehr in Bewegung. Die Krebsgeborenen haben eine Heilenergie und eine Klärung. Sie bringen etwas in Ordnung. Dienstag, am 11. September 2018. Mond befindet sich im zweiten Tithi. Das heißt, der zweite Tag nach diesem Neumond. Dieser Tag ist der Tag, ein Marstag übrigens, Dienstag ist ein Marstag, das heißt, die Kraft ist da, uns durchzusetzen. Die Kraft ist da, etwas in Bewegung setzen. Natürlich kann auch eine männliche Person bedeuten, das ist eine männliche Energie, aber da können wir wirklich behaupten. Oder ein Auto kaufen, das hat auch mit Mars etwas zu tun, das ist auch Bewegung. Oder Sport beginnen. Anmelden in einen Sportverein ist natürlich auch möglich. Und das ist dieser zweite Tithi, wie ich schon sagte, Mond befindet sich im zweiten Tag nach Neumond, also die Entfernung zwischen Sonne und Mond. Und das ist der Tag der Verwirklichung und Handlung. Alles, was wir vorhaben, was wir geplant haben in vergangenen Tagen, das können wir jetzt beginnen, starten, in Bewegung setzen, weil alles, was wir heute starten, trägt Früchte. Mondhaus. Mond befindet sich Dienstag in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und dieses Mondhaus heißt Hasta und es bedeutet übersetzt Hand und bedeutet auch Handlungen. In diesem Mondhaus wird von Windermiatrix bestrahlt. Diese Windermiatrix ist in griechischer Mythologie die Weinleserin.
hat einen Bezug oder eine Verbindung zum Weingott Dionysos. Und diese Weinleserin symbolisiert ein Fest, symbolisiert die Lebensfreude, Musik, Tanz, ein Fest, eine Veranstaltung. Und das soll die Handlungen sein. Also kann natürlich bedeuten, dass heute eine Einladung kommt zum ein Weinfest zum Beispiel. Aber kann auch bedeuten, dass wenn wir diese Handlungen vornehmen, das sollen wir mit Lebensfreude machen. Venus ändert sich die Mondhaus in diesem Dienstag. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, immer noch in Tierkreiszeichen Waage, aber übergeht in anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Svati. Und in diesem Mondhaus, wo sich gerade Venus bewegt, das ist die Liebesplanet, also hat einen Einfluss auf unserem Liebesleben, wird bestrahlt oder beeinflusst oder wirkt ein Sternbild, und das ist das Kreuz des Südens. Dieser Kreuz des Südens ist eine spirituelle Richtung. Aber in diesem Kreuz des Südens befindet sich die Südpol, und das dient zum Orientieren und das wirkt in die Liebe. Wir sollen vielleicht neu orientieren oder mehr Klarheit bekommen. Also anderen Einstellung zu die Liebe. Dieser Kreuz bedeutet auch Kreuzung. Schicksalswegen kreuzen sie sich, schicksalhafte Begegnungen. Und da ist dieser Wechsel, also Dienstag wechselt sich die Mondenergie. Die Tierkreiszeichen Jungfrau. Ich beginne mit Tierkreiszeichen Jungfrau, weil hier ist jetzt gerade die Mondbewegung, sondern es ist ungerecht, wenn ich das immer mit einem Tierkreiszeichen starte, wo sich die Sonne bewegt, weil dann braucht man einen Monat, bis sich das ändert, und ich habe jetzt eher mit der Mondbewegung das verändert, dass nicht ungerecht ist eine oder anderen Tierkreiszeichen gegenüber. Die Tierkreiszeichen Jungfrau. Die Tierkreiszeichen Jungfrau befindet sich in einem Lebensbereich, was mit Werten, Wertschätzungen und mit Finanzen etwas zu tun. Mond bewegt sich hier und da bewegt sich einiges. Also im Allgemeinen kommen kleinere Veränderungen, mehr Bewegung, die Gefühle werden intensiver wahrgenommen, aber die Grundthematik dürfen wir nicht vergessen. Und die Grundthematik ist Werte, Wertschätzung, Finanzen. Und das kommt natürlich auch in Ordnung. Die Jungfrau-Geborenen verspüren die schöpferische Kraft, treffen kluge Entscheidungen, und diese Windermeatrix wirkt auch, was ich erzählt habe, in diesem Mondhaus, wo Mond sich gerade bewegt. Die Lebensfreude ist wichtig und alles andere, was schwer erscheint oder bedrückt, all das loslassen. Die Waage-Geborenen ist immer noch die Themen und es bleibt ganzen Wochen als Thema kleinere Veränderungen, eine kleine Reise oder ein Besuch eine Einladung, besonders was die Bekanntenkreis oder die Verwandten betrifft. Bei Waage-Geborenen ist auch möglich, dass sie gerade eine Schulungen machen oder Seminare teilnehmen oder das anbieten. In die Liebe ist immer noch diese Spannung da zwischen Mars und Venus und das bleibt ganzen Woche. Und hier erwähne ich nochmal, wo die Lösung liegt zwischen Skorpion und Schütze. Also mehr Leidenschaft und mehr Bewegung oder eine kleine Reise bringt Harmonie in Liebe, Partnerschaft. Was in die nächste Zeit auf die Waagegeborenen zukommt, das sind die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Also in die nächste Zeit wird ein wichtiges Thema sein, auch die Finanzen in Ordnung zu bringen. Die Skorpiongeborenen, nicht nur heute, ganze Woche brauchen die Fundament, die Basis, die Sicherheit und die Stabilität, das eigene Zuhause.
und Sie können einiges jetzt auch einsetzen, die eigene Zuhause zu verbessern, verschönern. Da liegt die Kraft. Entweder die Kraft einsetzen für die Wohnung oder für das Haus da renovieren oder eine neue Einrichtung oder einfach genießen das Zuhause, weil dann verspüren die Skorpiongeborenen das Lebenskraft. Aber es gilt immer noch, keinen Vertrag unterschreiben, keine klärenden Gespräche führen. Oder es ist möglich, aber es ist nicht einfach, es ist eher schwierig. Die Tierkreiszeichen Schützegeborenen gehen immer mehr im Rückzug zu ihren eigenen Zuhause. Die Schützegeborenen haben Glück in die Liebe. Die Schützegeborenen haben auch eine gute Nachricht, können sie damit rechnen. Momentan verspüren eine gewisse innere Unruhe, aber wenn Mond übergeht in Tierkreiszeichen Waage, dann geht es auch viel, viel besser. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist immer noch die Thema und es bleibt auch ganze Woche die Arbeit, da etwas zu verbessern, um die Gesundheit achten. Und es ist auch eine Heilkraft, also gute Zeit, weil das ist diese Heilenergie da, also auch wichtige Thema, die Gesundheitszustand und in die Liebe, Partnerschaft, diese Entspannung entspannen, damit mehr Bewegung oder mehr Intimität reinkommt oder Gefühlen, über Gefühlen offen zum Sprechen, dann ist mehr Harmonie in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist ein wichtiges Thema und es bleibt auch ganze Wochen so, die Liebe und Partnerschaft. Und da haben die Wassermann-Geborenen Glück, aber auch Erinnerungen, alten Erinnerungen, teilweise auch verletzten Gefühlen. Also das sind die Wassermann-Geborenen gerade dabei, das alles loslassen und offen zu sein, befreit von diesen Gefühlen, befreit von Vergangenheit. In die nächste Zeit kommt auf die Wassermann-Geborenen etwas zu und das ist der Alltag zu bewältigen, die Pflichten nachzugehen, die Berufssituation überprüfen und natürlich auch die Gesundheitszustand, das hängt in Astrologie zusammen mit diesen Pflichten, Arbeit und die Gesundheit. Natürlich, wenn man krank ist, kann man auch nicht arbeiten. In einer rechtlichen Situation haben die Wassermann-Geborenen Glück. Das klärt sich etwas, sie bekommen ihre Rechte. Und das ist nicht nur heute, sondern ganze Wochen ist es so. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft und die inneren Gleichgewicht. Mond liegt genau gegenüber und es spiegelt etwas und beeinflusst die Gefühlszustand. Aber das ist wie eine Waageschale, man braucht die Gleichgewicht. Und das ist sehr wichtig bei den Fischengeborenen heute, in diesem inneren Ruhe, in diesem inneren Gleichgewicht zu bleiben. Die Wiedergeborenen, wieder die gleiche Thema, was ganze Wochen auch so bleibt. Venus spiegelt etwas für die Wiedergeborenen und das ist die Liebe, Partnerschaft. Und die Wiedergeborenen sollen auf diesem Spiegel schauen, nicht nur warten, sondern entgegenkommen, etwas in Harmonie zu bringen oder Gefühlen zeigen, Interesse zeigen, so kommt das im Gleichgewicht. Darf aber nicht einseitig sein, sonst kippt die Gleichgewicht. Uranus bewegt sich rückläufig im Widder, das habe ich auch schon erwähnt, das bleibt auch ganzen Wochen so. Vergangenheit oder jemand kehrt zurück, in unerwartete Ereignisse, Umbrüche, Veränderungen. Die Wiedergeborenen befinden sich zurzeit in einer Wandlung und das ist ganze Wochen, das bleibt noch eine Weile so und kommen die ämtlichen Themen etwas klären in eine erbschaftliche Situation oder eine Scheidung oder Finanzamt, Versicherungen oder Banken oder Schule. Also die ämtlichen Themen kommen jetzt auf den Tisch. Die Stiergeborenen haben Kraft und Mut, etwas in Bewegung setzen, sich zu behaupten
und sie bekommen gerade Ansehen und Anerkennung. Viele Stiergeborene suchen ihren wahren Berufung und jetzt haben sie auch die Chance, beruflich was zu verbessern. Nicht nur heute, sondern ganze Wochen ist es so. Aber bei den Verträgen aufpassen, entweder überprüfen etwas oder noch etwas klären, weil das kann zum Schwierigkeiten oder zum Geldverlust führen. Die Tiere zeichnen Zwillingsgeborenen, überlegen zur Zeit, also nicht nur heute, sondern in den Tagen schon, wo setze ich meine Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann verlieren sie die Kraft, die inneren Gleichgewicht und fühlen sie sich erschöpft und müde. Und sie brauchen die innere Ruhe. Die Zwillingsgeborenen sollen klaren Zielen setzen, konzentriert auf diesem Ziel bleiben, dann haben sie auch Glück. Die Zwillingsgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und auch in einer rechtlichen Situation. Oder sie können etwas vergrößern, verbessern. Die Tierkreise zeichnen Krebsgeborenen, haben karmischen Themen und das ist nicht nur heute, sondern das ist gerade wichtig auch zum Erwähnen und das sind karmische Neuaufgabe, schicksalhafte Veränderungen, ein Neuanfang oder neue Erfahrungen, was die Krebsgeborenen zurzeit machen. Wichtige Themen sind zurzeit die Freundschaften, Bekanntschaften oder eine Tätigkeit in einer Gruppe, ein Verein oder Treffen mit gleichgesinnten Menschen. Da kommt etwas in Bewegung. Etwas erfinden, etwas empfinden die Krebsgeborenen als ungerecht. Die Löwengeborenen bringen etwas ins Licht und haben auch Glück, etwas in Ordnung zu bekommen. Mittwoch, am 12. September 2018. Mond befindet sich im dritten Tithi, das heißt der dritte Tag nach Neumond. In diesem dritten Tithi kommen Einflüsse von außen, vielleicht sogar unerwartete Ereignisse. Kann auch sein, dass etwas, was wir vorhaben, in ganz anderen Richtung geht. Trotzdem sollen wir im inneren Gleichgewicht bleiben. Der heutige Tag ist gut für die Arbeit und für Kreativität. Die Mondhaus. Mond bewegt sich zwischen Jungfrau und Waage in diesem Grenzbereich. Dieses Mondhaus heißt Chitra und hat einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Spica. Dieser Stern Spica befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und hat einen starken Einfluss auf die heutige Mondbewegung, auf diesem Mondhaus. Und das ist der Balancepunkt, also sehr wichtig, in Gleichgewicht zu bleiben. Dieser Speaker ist ein Stern, was öffnet die Menschen auf den Geistigen, öffnet eine feineren Energiefeld, eine feineren Schwingung. Das ist wie ein Tor zu dem geistigen Welt. Speaker bedeutet auch Weizenehre, das heißt Ernte. Ernte, es trägt etwas Früchte. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen sollen auf die Balance achten, auf diesem inneren Gleichgewicht. Die Jungfraugeborenen können die Tür öffnen auf die spirituellen Weg, auf diesem geistigen. Eine ganz feine Energie, was die Jungfraugeborenen ganz, ganz stark auch spüren. Sie sollen auf die Werte achten, auf die Finanzen und was die Jungfraugeborenen zurzeit beginnen, das trägt alles Früchte. Die Waagegeborenen, kleinere Veränderung immer noch möglich oder eine kleine Reise oder ein Besuch oder ein Fest. Die Waagegeborenen haben gute Gespräche, sie suchen die Wahrheit, sie bekommen auch ihre Rechte. Die Liebe-Partnerschaft spielt auch eine große Rolle,
aber da ist diese gewisse Spannung spürbar und sie sollen in Kraft bleiben und sie finden diese Kraft in ihrem Inneren. Sie fühlen sich momentan kraftlos, aber sie sollen in diesem inneren Kraft bleiben. Was noch wichtig ist, ein gutes Gespräch, die Wahrheit finden oder die Wahrheit auszusprechen, klärenden Gesprächen führen. Die Skorpion geboren, es gilt immer noch kein Vertrag unterschreiben, es ist sehr schwierig, klärenden Gesprächen führen. Es ist möglich auch, dass sie warten auf eine Nachricht oder einen Termin und das kommt noch nicht. Und das sind schon die Enttäuschungen momentan. Auf die Worte achten. Es kann auch passieren, dass da Täuschungen da ist oder ein Betrug oder Lüge. Also auf den Gesprächen ganzen Wochen sollen die Skorpiongeborenen und auch die Stiergeborenen drauf achten. Was dürfen sie sagen? Wo sollen sie eher schweigen? Welche Nachricht kommt? Ist das eine Täuschung oder eine Vortäuschung, was zum Enttäuschung führt? Ist das ein Betrug? Ist das die Wahrheit? Ist das die Lüge? Ist dieser Termin gut? Hat dieser Vertrag überhaupt einen Vorteil? Sehr, sehr vorsichtig mit diesem Thema. Das trifft ganzen Wochen die Skorpion geboren und trifft ganzen Wochen auch die Stiergeborenen. In die Liebe, Partnerschaft kommt mehr Glück und die Skorpiongeborenen genießen ihren inneren Kraft, ihren Mut auch und auch ihren eigenen Zuhause. Das enttäuscht nicht. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren ist die Lernaufgabe zurzeit loslassen und es gelingt auch, weil die Schützen geborenen haben mehr Klarheit, was sollen sie beenden, was sollen sie loslassen und es ist nicht nur heute, das sind die Themen ganze Wochen schon. Die Schützen geborenen haben die schöpferische Kraft, jetzt kommen sie auch zur Ruhe, sie können ihr Zuhause genießen. Und haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht oder ein Vertrag, ein wichtiger Termin, was ein Vorteil ist für die Schützengeborenen, ist auch zum Erwarten. Die Steinbockgeborenen sind immer noch dabei, ihren Alltag zu bewältigen, da die Kraft einzusetzen, in Arbeitssituation etwas verbessern, auf die Gesundheit achten. Sie verspüren auch die schöpferische Kraft und immer mehr kommt die Thema Kinder, wie eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern oder die eigenen Kindheit. Zurückdenken, da noch etwas bearbeiten oder das inneren Kind zu leben oder etwas spielerisch betrachten oder wie ein Kind zu sein, befreit fühlen wie ein Kind. Und das bedeutet nicht kindisch zu sein, sondern auch mal erlauben, ein Kind zu sein und das Leben mal mit Humor betrachten. Schenkt auch ein bisschen Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen erfahren die Wahrheit. Es ist auch wichtig, ganze Wochen ist es wichtig für die Wassermann-Geborenen, die Gespräche achten. Nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt. Oder wenn diese Nachricht da ist, dann nachfragen, wie meinst du das? Auch mal zuhören, was die anderen meinen. Das kommt, sollen die Wassermann-Geborenen im Gleichgewicht halten. Und das sind die Themen ganze Woche schon. Merkur ist die Planet für Kommunikation, liegt gegenüber in Tierkreiszeichen Löwe nach diesem indischen Berechnung und das spiegelt etwas ganze Woche zu die Wassermann geborenen, also nicht nur warten, sondern auf anderen zuzugehen, die Kontakt aufbauen, die Gespräche suchen, zuhören und so kommt es im Harmonie, so kommt es im Gleichgewicht und so klärt sich auch etwas auf. Die Wassermann-Geborenen ist auch wichtig, die Liebe, Partnerschaft und die Wassermann-Geborenen haben da Glück. Und die nächste Zeit wird auch die Alltag, die Arbeit auch noch ein wichtiges Thema sein, da auch Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen, die nächste Zeit kommt die Liebe, Partnerschaft und auch altes Loslassen, all das, was Schwierigkeiten ausgelöst hat und von etwas befreien und diese Leichtigkeit zum Kommen.
Die Tiere zeichnen Wiedergeborenen, spiegelt das Leben etwas und das ist die Liebe. Und das ganze Wochen so, die sollen in diesem Spiegel schauen und nicht nur warten, bis die andere um sie kümmert oder Gefühle zeigt, sondern die Brücke bauen, Interesse zeigen, Gefühle zeigen. So kommt das in Harmonie. Aber nicht einseitig, das muss ich immer wieder betonen, sonst kippt das wieder dieses Gleichgewicht. Die Wiedergeborenen fühlen sich ganze Woche kraftlos und müde, aber in Rückzug, in inneren Ruhe liegt auch die Kraft. Und die Wiedergeborenen befinden sich zurzeit in einer Wandlung. Das ist eine Art Transformation, wie einen alchemistischen Prozess, etwas verbessern, veredeln. Die ämtlichen Themen werden in die nächste Zeit auch wichtig sein. Und dazu gehört zum Beispiel Schule oder Finanzamt oder Bank oder Versicherung oder das Rechtssystem, Entscheidung oder Erbschaftssituation. All das in Ordnung zu bringen. Die Wiedergeborenen können was mit Unerwartetes oder mit einer Überraschung rechnen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborene ist immer noch wichtig, die Berufung, das Ansehen, diese Anerkennung. In die nächste Zeit kommen neue Themen dazu, das ist die Reise, ein Urlaub oder Bekanntschaften im Ausland zu pflegen oder ein Besuch von Ausland. Alles, was mit Ausland, mit Reisen was zu tun hat, das kann natürlich zusammenhängen mit der beruflichen Situation. Arbeit im Ausland oder im Tourismus kann auch bedeuten. Aber diese Reise kann heißen auch eine innere Reise. Die Stiergeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, besonders was die Liebe-Partnerschaft betrifft. Und es gilt immer noch und das ganze Woche die Gespräche achten, keinen Vertrag unterschreiben oder wenn ja, ganz genau überprüfen. Das kann zu Schwierigkeiten führen. Es ist schwierig, klärende Gespräche führen. Das führt zu Missverständnissen, führt zu Streit, zu Zeit. Es ist auch möglich, dass die Stiergeborenen warten auf ein Nachricht, wollen dieses Gespräch und kommt nichts und fühlen sich enttäuscht. Die Zwillingsgeborenen haben Ziele und sie sollen in diesen Zielen bleiben, auch weil sie erreichen ihre Ziele, aber dann wirklich auf eine Richtung konzentrieren, sonst verlieren sie die inneren Gleichgewicht und verlieren sie die Ziele aus den Augen. Neue Bekanntschaften sind möglich. Die Zwillingsgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen, ein wichtiger Termin oder Verträgen haben Vorteile ganze Zeit, jetzt die Zwillingsgeborenen. Bei Krebsgeborenen kommt mehr Aktivität, mehr Kontakte. Und die Wahrheit kommt ins Licht und das ist auch wichtig für die Krebsgeborenen, etwas klären und die Wahrheit zum Erfahren, die Wahrheit ins Licht zu bringen. Wo die Krebsgeborenen eine gewisse Spannung haben, das ist die Liebe, Partnerschaft und die Ungerechtigkeit, das was belastet gerade die Krebsgeborenen. Aber mit Leichtigkeit können Sie diese goldenen Mitte finden. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, die Wahrheit zu wissen. Dann wichtiges Thema auch etwas loslassen, etwas beenden, von etwas trennen. All das, was Zeit und Kraft raubt. Oft sind es eigene Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Die Löwengeborenen räumen gerade auf und sie bekommen auch ihre Rechte und sie bekommen auch Anerkennung. Sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und es werden auch klärende Gespräche da sein, aber ein gewisser Rückzug, diese Ruhe brauchen auf jeden Fall die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen wird die nächste Zeit wichtig sein, die Selbstdarstellung, auch die Bedürfnisse wahrgenommen werden. Und sie haben gerade das innere Gleichgewicht, diese Balance und sie verspüren auch diese Kraft und
Mut und auch eine gewisse Macht. Donnerstag. Ich habe vergessen zu sagen, dass Mittwoch ist ein Merkurtag und es ist wichtig, Handlungen, Gespräche, Termine. Und jetzt sind wir bei Donnerstag. Donnerstag am 13. September 2018, Donnerstag ist ein Jupitertag. Das kann Glück bringen, das kann auch dafür sorgen, dass wir uns einsetzen um die Gerechtigkeit oder dass wir etwas vergrößern. Das sind die Jupiter-Themen. Mond befindet sich Donnerstag an diesem 13. September in 4. Tithi. Das ist der 4. Tag nach Neumond, die Entfernung zwischen Sonne und Mond. Diese 4. Tithi heißt Kreuzung. Und das bedeutet, Schicksalswege kreuzen sie sich. Oder wir stehen wie in einer Kreuzung und treffen wir wichtige Entscheidungen, wo wir überlegen, wie geht das jetzt weiter? Welche Richtung sollen wir schauen? In welche Richtung sollen wir uns einsetzen, bewegen? Geradeaus oder zurück oder links oder rechts? Also das sind diese Kreuzungen. Die Zahl 4, und das ist die 4. Tithi, auch wichtig, eine Struktur, Sicherheit, Stabilität, aber auch diese Orientierung bei diesem Kreuzung. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und dieses Mondhaus, wo sich Mond bewegt, heißt Swati. Und in diesem Swati ist wieder ein Kreuz, das Kreuz des Südens, wo auch Venus befindet. Venus befindet sich im gleichen Mondhaus. Also in diesem Donnerstag, in diesem 13. September, kommt in Verbindung zwischen Venus und Mond. Das sind Themen wie Liebe und bei Mond natürlich die Gefühle. Und diese Kreuzung kann auch Schicksalswege kreuzen sie sich. Und wichtiges Thema ist natürlich die Liebe, Partnerschaft und die Gefühle. Und das ist daher, weil Mond und Venus im gleichen Mondhaus sich befinden. Und dieser Mondhaus heißt Swati und hier wird das Kreuz des Südens. Und diesem Sternbild im Kreuz des Südens befindet sich auch die Südpol. Die indischen Astrologen sagen, das ist wie ein Schwert oder zwei Schwerten, wo sich in Kreuz formen. Und dieses Schwert bedeutet Abschneiden von etwas, was uns hindert. Trennen von Angst oder bei vielen Menschen führt es zum Trennung und kommt in die Liebe ein Neuanfang. Dieser Mondhaus bedeutet auch Kraft, Inspiration, Glauben, weil Glauben versetzt Berge. Und weil hier die Südpol befindet und die Südpol dient zum Orientierung, also das heißt in diesem Donnerstag, neu orientieren. Die Tierkreiszeichen Waage geborenen. Also hier ist wichtig Liebe, Partnerschaft und Gefühle, steht aber Venus und Mond zu einer Spannung zum Mars. Und das kann Einflüsse sein von außen, wo aggressiv kommen und das muss in Harmonie bringen. Oder Spannung zwischen Mann und Frau. Spannung in die Liebe, Partnerschaft und wie ich schon sagte, hier ist wichtig der goldene Schnittpunkt und es befindet sich im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze, also mehr Leidenschaft, mehr um die Gefühle einzugehen oder verstehen, was die anderen meint oder wie fühlt sich die anderen. Das darf nicht einseitig sein und die Schütze hilft auch, etwas in Bewegung setzen, Sport machen oder auf die Reise zu gehen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren.
ist immer noch wichtige Thema, die Basis, die Fundament, die Sicherheit und Stabilität, das eigene Zuhause, dieser Rückzug da, diese Kraft zu verspüren, diese Ruhe. Aber jetzt kommt etwas in Bewegung. Sie spüren auch, da kommt eine kleine Reise oder kommt eine kleinere Veränderung oder eine Einladung oder Fest oder bewegt sich etwas in Nachbarschaft oder in Familie. Und das sind die Bewegungen, was die Skorpiongeborenen gerade erleben. Die Skorpiongeborenen haben immer noch Themen mit klärenden Gesprächen. Immer noch die gleiche Thema. Das kann auch bedeuten, dass jemand lügt oder jemand versucht, die Skorpiongeborenen betrügen. Also sehr achten ganze Wochen, welche Informationen kommen. Natürlich kann das auch bedeuten, Informationen von Medien, was die Skorpiongeborenen aus dem Ruhe bringt, weil sie finden das ungerecht oder enttäuschend. Irgendeine Nachricht kann natürlich auch bedeuten, es muss nicht immer auf den privaten Bereich bezogen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen brauchen immer mehr Rückzug und sie genießen ihre Familie, ihren Zuhause. Die können einiges loslassen und für die Schützengeborenen ist es immer mehr klar, was sollen sie loslassen. Glück in die Liebe, eine gute Nachricht erwartet die Schützengeborenen und sie haben heute ein gutes Gefühl. Die Steinbockgeborenen ist diese Spannung in die Liebe, das habe ich einige Male jetzt schon erwähnt, wo der goldene Schnittpunkt liegt, was ist die Lösung, das ist Skorpion, Schütze, mehr Leidenschaft, eine kleine Reise hilft wieder in die Liebepartnerschaft, die glückliche Harmonie zu bringen. Immer noch Themen Arbeit, Gesundheit, aber heute verspüren die Steinbockgeborenen eine gewisse Unruhe. In den kommenden Tagen wird es aber besser sein. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist alten Erinnerungen da, kommen alten Gefühlen hoch, alten Enttäuschungen, gerade was die Liebepartnerschaft betrifft. Die Wassermanngeborenen orientieren sich neu beruflich. Oder möchten Sie etwas verbessern in beruflichen Situation? Ein Gespräch ist wichtig, aber nicht nur warten, bis dieser Gespräch kommt, sondern die Kontakt aufbauen ist sehr wichtig. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist eine neue Richtung. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft, nicht unsicher sein, sondern auf diese Liebe vertrauen und das einfach geschehen lassen, einfach fließen lassen. Ein Vertrag verunsichert die Fischengeborenen, das sollen sie auch überprüfen. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen, immer noch diese Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignis. Es ist gut möglich bei dieser rückläufige Uranus, dass es jemand ist von Vergangenheit, meldet sich plötzlich jemand, womit man gar nicht gerechnet hat und der Kontakt ist wieder da. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist immer noch das Thema, das Ansehen, die Berufung und jetzt kommt eine neue Richtung, das sind die Reise und das kann Ausland sein, eine Auslandsreise oder ein Besuch von Ausland oder die Kontakte zum Ausland oder Fremdsprache oder eine innere Reise sein. Die Stiergeborenen haben die Kraft und die Mut, all das zu bewältigen. Immer noch gilt kein Vertrag unterschreiben, keine klärende Gespräch führen, führt zu Missverständnissen und die liebe Partnerschaft fühlen sich die Stiergeborenen momentan ziemlich unsicher. Bei Zwillingsgeborenen ist ein beruflicher Aufstieg, haben Glück in die Liebe, haben Erfolg und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Sie haben wunderbare Energie und Mond wirkt auch sehr gut und da läuft auch voran bei den Zwillingsgeborenen. Bei Krebsgeborenen kommt mehr Bewegung, mehr Aufstieg, auch beruflicher Aufstieg, werden wahrgenommen, werden bekommen Anerkennung, aber heute eine gewisse Unruhe, eine innere Unruhe ist spürbar. Die Löwengeborenen haben mehr die Rückzug,
Sie verspüren auch eine gewisse innere Unruhe oder Unsicherheit. Sie brauchen momentan die Ruhe, brauchen diesen Rückzug. Und sie werden in den Tagen die Feinde zu erkennen und sie werden auch sich einsetzen für Gerechtigkeit und sie bekommen auch ihren Recht. Jupiter steht in die Seite der Löwegeborenen und das können sie auch gut klären in die Liebe, Partnerschaft haben, auch Glück die Löwengeborenen und sie können zurzeit einiges loslassen, von einiges verabschieden. Bei Jungfrau Geborenen ist die Kraft, die Mut da und das ist die Selbstdarstellung und das, was die Jungfrau Geborenen auch genießen. Das kann auch bedeuten, dass sie ändern zurzeit etwas in euren Aussehen, eine neue Frisur oder neue Kleider oder abnehmen. Also ändert sich etwas im Aussehen auch. Freitag. Am 14. September 2018. Freitag ist ein Venustag. Und Venus ist die weibliche Kraft. Natürlich steht für Liebe, Partnerschaft, aber auch Harmonie und Frieden, auch Selbstständigkeit, Kreativität, Inspiration. Alles Schönes gehört zum Venus. Wir sind bei der 5. Tithi und das bedeutet Mond, ist im 5. Tag nach Neumond und das ist die Entfernung. Dieser 5. Tithi bedeutet Fruchtbarkeit, schöpferische Kraft. Die 5 steht für die 5 Sinnesorgane und es ist eine strahlende Schönheit. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion. Und dieser Mondhaus, wo sich Mond heute bewegt, heißt Vishakha. Und das war eine von den Ehefrauen des Mondes. Und diese Vishakha ist die Göttin des Krieges, die Göttin der Feuer. Bei Indischen wird das so beschrieben, alles was stört, diese Göttin des Feuers verbrennt es. Verbrennt alles hinter sich, was stört. Ich könnte das auch mal so beschreiben, das ist das Loslassen. Das ist das Loslassen alles, was stört, Gewohnheiten, Gegenstände, Kontakte oder Erinnerungen oder Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. All das, was die Stolpersteine sind in unserem Leben, verabschieden. Diese Vishakha vermittelt das. Das ist das Krieg, das heißt nicht Krieg zu führen, sondern das Bekämpfen und alles Verbrennen hinter sich lassen. Und das bedeutet alles loslassen, was im Weg steht. Und das ist das Thema dieses Mondhaus. Es ist klug, heute zu Hause bleiben. Es ist klug, heute wenig unternehmen. Wir können damit rechnen, dass da eine gewisse Aggression kommt von außen. Und dann haben wir auch diese Feuerelemente, die Wut gehört auch zum Feuer, das macht uns dann wütend oder enttäuscht uns. Also eher zurückhaltend sein und in Ruhe bleiben. In diesem Freitag wechselt die Sonne auch die Mondhaus. Und die Mondhaus, wo sich die Sonne wechselt, das ist schon im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Das heißt, nach dieser indischen Berechnung übergeht Sonne von Tierkreiszeichen Löwe in Tierkreiszeichen Jungfrau und bewegt sich in diesem Grenzbereich. Und dieser Mondhaus bedeutet die schöpferische Kraft verspüren. Das ist die Lebenskraft, diese schöpferische Kraft, die Löwen. Und das mit dieser Klugheit mit Jungfrau, diese kluge Entscheidungen, das im Einklang zu bringen. Und die einzelnen Tierkreiszeichen, das ist dasselbe, wie ich schon bei den anderen Tagen beschrieben habe. Und hier bei der Mondenergie, wenn Mond jetzt wechselt auf dem Tierkreiszeichen Skorpion, das bedeutet, dass diese Mondenergie, die heutige Mondenergie, ist natürlich aktiviert etwas bei die Skorpion geboren. Kommt mehr Bewegung oder sie nehmen ihren Gefühlen intensiver wahr.
Natürlich, diese Mondenergie unterstützt die Fischengeborenen, gehören auch zum Wasserelement, unterstützt auch die Krebsgeborenen, das ist auch Wasserelement. Und die Erdeelement bekommt auch einen guten Mondeinfluss, das hilft, den Alltag zu bewältigen oder mit Gefühlen besser, es ist einfach mehr innere Ruhe da. Und dazu gehören natürlich die Steinbockgeborenen, dazu gehören die Jungfraugeborenen. Für die Stiergeborenen bedeutet das etwas anderes, weil Stier liegt im Skorpion gegenüber und das spiegelt etwas, die Gefühle bewusster wahrnehmen und im Gleichgewicht bleiben. Das ist die Balance, was die Stiergeborenen das vermittelt. Mond kann nicht nur ein Einfluss auf unseren Gefühlen sein, sondern oft Themen mit Mutter oder Mutterschaft. Also das kann auch ein Thema sein, wo eine gewisse Unsicherheit entsteht bei diesem Skorpionmond. Das sind die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen, da entsteht eine gewisse Unsicherheit. Dieser Skorpionmond unterstützt die Waagegeborenen und die Schützengeborenen. Das sind die benachbarten Tierkreise, da kommt eine gewisse Wärme, Unterstützung, Bewegung. Also das ist spürbar dann, diese gute Mondenergie bei Waagen und bei Schützen. Wo Spannung ist bei diesem Mond, Kraft, das sind die Löwen und die Wassermanngeborenen, die Löwengeborenen und die Wassergeborenen verspüren inneren Unruhe oder kommt Einflüsse von außen und das bringt aus die Ruhe, aus die Gleichgewicht. Für die Wassermanngeborenen und Löwengeborenen ist wichtig, die Ruhe bewahren und warten, abwarten für einen besseren Moment, bis die Mond verlässt die Tierkreiszeichen Skorpion und übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, dann ist das die Energie dann für die Feuerelemente. Samstag am 15. September, Samstag ist ein Saturntag und das symbolisiert Ordnung, das symbolisiert auch Ernsthaftigkeit, Tradition, Struktur, Sicherheit, Stabilität. Mond befindet sich im 6. Tithi, das heißt den 6. Tag nach Neumond. Und dieser 6. Tithi bedeutet Ordnung, etwas in Ordnung zu bringen, eine Wandlung, eine Transformation oder etwas loslassen, etwas, eine Neuentdeckung. Also in diesem 6. Tag nach Neumond ist es auch möglich, eine Neuentdeckung. In diesem Samstag befindet sich Mond immer noch in Tierkreiszeichen Skorpion, aber wechselt die Mondhaus, diese neue Mondhaus heißt Anuradha und wird von Akrab bestrahlt. Dieser Akrab ist nichts anderes als der Stirn des Skorpion und die indischen Astrologen sagen, das ist die dritte Auge. Und diese dritte Auge auch, dieser dritte Auge bedeutet natürlich die hellsichtige Fähigkeiten, die Spiritualität oder etwas klar und deutlich erkennen, die Licht in unserem Inneren suchen und finden. Dieser Mondhaus bedeutet auch Lob, Erfolg, aber auch die Geheimnisse aufdecken und natürlich die spirituellen Richtung. Dieser Mond wirkt natürlich bei jedem Tierkreiszeichen anderes. Wie ich schon erwähnt habe, dieser Skorpionmond unterstützt die Skorpiongeborene, kommt mehr in Bewegung, kann auch die spirituelle Richtung sein oder dass sie die Geheimnisse aufdecken. Dann unterstützt natürlich die Krebsgeborenen und unterstützt die Fischengeborenen. Und einen guten Einfluss bekommen die Steinbockgeborenen, die Stiergeborenen haben eine Aufgabe hier bei diesem Mond, in diesem Spiegel zum Schauen, das heißt die Gefühle bewusst wahrnehmen, im inneren Gleichgewicht bleiben, etwas ausgleichen, das ist was speziell für die Stiergeborenen, aber diesem Skorpionmond hilft auch die
Jungfrau geborenen und auch die benachbarten Tierkreiszeichen, die Waage geborenen und auch die Schütze geborenen. Dieser Skorpionmond verunsichert ein bisschen die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen und die Spannung erleben die Wassermann geborenen und die Löwe geborenen. Aber das geht vorbei, weil das ändert sich die Position und das ist schon Sonntag am 16. September 2018. Wir sind bei der 7. Tithi, das heißt der 7. Tag nach Neumond. Und dieser Tag bedeutet Kreativität, da ist etwas produktiv. Wir können uns für etwas einsetzen, im Tat umsetzen, aber auf die Licht und Schatten achten. Beide Seiten die Münzen anschauen. Kraft, neue Wege zu gehen und wir sollen in diesem 7. Tag nach Neumond die Reibungen meiden, weil das führt zu Missverständnissen. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze und dieses Mondhaus heißt Yestha und das war die älteste von den 27 Schwestern, eine von den Ehefrauen des Mondes und diese älteste Schwester bekommt Respekt, Anerkennung, Ansehen und diese Schwester ist die stolzste überhaupt unter dem Geschwister. Also heute ist wichtig eine stolze Haltung, Respekt, Verlangen und das haben wir auch verdient, diese Ansehen. Und das vermittelt dieses Mondhaus. Natürlich, die älteste Schwester kann auch bedeuten, dass wir respektvoll mit älteren Personen umgehen sollen. Und weil Mond übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, ändert sich die Mondposition und wirkt auch anderes. Dieser Schütze-Mond gehört zum Feuerelement. Und dieser Schütze-Mond unterstützt die Wiedergeborenen und unterstützt die Löwengeborenen, weil alle drei Tierkreiszeichen gehören zum Feuerelement. Und es ist ein guter Tag für die Schützengeborenen, etwas in Bewegung setzen oder für einen Neuanfang oder Veränderungen. Das ist gut auch für Wiedergeborenen und auch gut für die Löwengeborenen. Dieser Schütze-Mond hilft auch die Waagegeborenen und hilft auch die Wassermanngeborenen mehr zum Leichtigkeit kommen und spiegelt etwas für die Zwillingsgeborenen. Und dieser Spiegel bedeutet für die Zwillingsgeborenen die eigenen Gefühle und die Gefühle anderen bewusst wahrnehmen, darauf achten, gefühlsvoll handeln und im inneren Gleichgewicht bleiben die Zwillingsgeborenen bei diesem Schütze-Mond ist wichtig, die Gleichgewicht. Und diesem Schütze-Mond verunsichert etwas die Stiergeborenen und verunsichert etwas die Krebsgeborenen. Dieser Schütze-Mond gibt Unterstützung für die Skorpiongeborenen, dieser Feuerelement, die Begeisterung und diese Wärme, das bekommen die Skorpiongeborenen und diese Unterstützung bekommen auch die Steinbockgeborenen, wo eine gewisse Spannung verspüren bei diesem Tag, das sind die Jungfraugeborenen und die Fischengeborenen. Die verspüren die innere Unruhe oder Nervosität. Aber das Gute daran ist, das Mond bewegt sich relativ schnell und ändert sich die Situation und auch die Gefühlszustand in die Tagen. Und das war mein Wochenhoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.